Teil 2 unseres Begräbnis einer demokratischen Petition. Es ging um einen Skandal, den der Schauspieler, Investigativjournalist samt deutschem Presseausweis, dem Blogger, dem Kämpfer für sein eigenes Menschenrecht, er wurde gezwungen, jetzt auf die Straßen und auf die Barrikaden zu gehen. Und dazu gehört auch eine polizeiliche Online-Petition bzw. eine Strafanzeige, die ihr alle sehr gerne auch auf Herrn Bellinghaus schleudern könnt, in eurem Hass, eurer Missgunst und eurem absoluten... Ihr könnt einsetzen, was ihr wollt. Das ist eure Möglichkeit. Ihr könnt sagen, Liebe, Vertrauen, Mitgefühl, Schamgefühl oder einfach Neid. Die Premiere des Stückes, das Herr Bellinghaus sich ausgedacht hatte, das dann vom Theater umgenannt wurde in Kinderhäuser, fand am 15. März statt und natürlich nicht ohne eine Demonstration des Autors vor dem Theater, vor dem Ort des Verbrechens. Aber nun könnt ihr alle froh sein, denn sie ist von uns gegangen, diese Petition. Sie wurde einfach gelöscht, von jetzt auf gleich, über Nacht. Und zwar mit nichts anderem als puren Verleumdungen. Verleumdungen ausgesprochen von einem Mann, der sich Menschen und Recht auf seine eigene Kanzlei schreibt. So verrückt ist diese Welt schon geworden, dass sie mit Namen und Ausdrücken nur so protzt. Und in Wirklichkeit, Herr Johann Sebastian Bach, Sie würden sich in Ihrem wunderbaren Grab in der Thomaskirche in Leipzig, würden Sie Elektrizität erzeugen können, so sehr drehen Sie sich, wenn Sie wüssten, wie diese Welt zugrunde gegangen ist. Dieser Krug von 1622, der schon viele Kriege und viele Schicksale überstanden hat. Hier ist ein Mensch, ein einzelner Mensch, der steht auf gegen die Gerichtsbarkeit dieser Stadt, die kleine Mädchen, 14-jährige Mädchen, vor den Toren Münsters in Rooksel, in alten Rooksel verbrannt hat, nur weil diese Mädchen die Töchter von sogenannten Hexen waren. Seid ihr denn alle verrückt geworden? Was macht ihr? Ihr beschießt einen Unschuldigen, der nichts dafür kann, wer er wirklich ist. Beschießt ihr mit irren Klagen? Ihr stellt euch hinter seine Halbschwester, die Frau Mollert nachspielt. Seid ihr wirklich alle verrückt geworden? Könnt ihr nicht endlich aufwachen? Könnt ihr nicht sehen, dass Prinzessin Kate Krebs hat und dass diese arme, junge Mutter in England vielleicht dem Tode ins Auge schaut? Ist das alles nur ein Spiel? Ist es ein wirklich perfides Spiel, was ihr da macht? Ein kleines, junges Missbrauchsopfer, das mit noch nicht mal 7 Jahren in den Arsch gefickt wurde und Schmerzen erleiden musste, dass ihr dieses junge, kleine Kind weiterhin quält? Was seid ihr nur für Menschen? Was seid ihr nur für Menschen? Lieber Schwiegervater Friedrich Wilhelm Schmidt, der du mich immer in eine österreichische Tracht gesteckt hast, du wusstest es, du hast mir die Briefmarkensammlung der Olympiade vermacht. Und alles andere hat unsere gierige Halbschwester Patricia B. geraubt. Du würdest dich wie unser Johann Sebastian im Grabe drehen. Shame on you, an alle, die dieses mit anschauen, die nicht sagen, genug, 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 der Mann hat genug gelitten. Lass ihn endlich in Ruhe.